So, schönen guten Morgen. Ich hoffe, ich sitze noch im Sichtfeld. Auf jeden Fall haben wir es wieder ein bisschen eilig, aufgrund dessen, dass ich weiß, dass ich Scheiben kratzen muss, weil alles ultra zugefroren ist. Und Philipp war vorhin schon mal kurz am Bus und hat gesagt, er kam mit dem Schlüssel nicht in das Tür, Schloss, Loch, was auch immer, wie man das nennt. Aber wir haben ja zum Glück eine Zentralverriegelung an allen Türen, bis auf einer funktioniert die auch. Und ja, du hast schon eine Jacke an. Und deswegen, also reinkommen werde ich auf jeden Fall auch zum Eiskratzer-Dings und muss dann halt schön noch Scheiben kratzen und hoffe, dass ich dann heute pünktlich komme, dass ich den Karl auch abgeben kann, weil ich habe nämlich nachher noch einen Termin und es wäre halt echt doof, wenn ich dann den Karl mitnehmen müsste. So, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Gestern kam Philipp zeitiger heim, das war total cool. Wir haben allerdings nicht viel gemacht, also wir haben entspannt und so. Aber ich glaube, das hat Philipp auch gefallen. Sonst haben wir oft einfach noch irgendwas Wichtiges oder Sinnvolles gemacht, wenn er halt eher gekommen ist oder generell, wenn wir Zeit hatten. Und jetzt haben wir nicht so ein richtiges Projekt aktuell, woran wir immer was machen müssen. Deswegen ja, haben wir viel, viel freie Zeit, was halt mich wirklich ein bisschen wundert. Komm mal her, Karl, ich zieh deine Mütze an, weil das ist schon seltsam, wenn man so viel freie Zeit hat. Auf jeden Fall, ja, haben wir die Simpsons geguckt und so. Philipp findet das, glaube ich, ziemlich cool. Ja, sofort. Und auf jeden Fall, sorry, wenn ihr mich jetzt kurz nicht seht, ich mache mal Scharo. Auf jeden Fall hat der ja heute aber auch wieder zeitiger Schluss und für heute haben wir auch sinnvolle Pläne. Wir müssen noch ein bisschen was einkaufen. Ich nehme die Kamera jetzt mal mit. Vielleicht gibt es nachher noch einen schönen Zeitraffer vom Fahren. Ich muss mich jetzt erstmal beeilen. Bis gleich. So, ich mache mir gleich nochmal die Haare ordentlich vom Spiegel. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gefilmt habe. Ich glaube, vor dem Zeitraffer, das war jetzt zu Hause, wo ich gefilmt habe. So, ich habe mal mein Handy runtergeworfen. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe nämlich unsere Lüftung hier vorne kaputt gemacht. Also, was heißt kaputt gemacht? Ich glaube, die Sicherung hat es vorhin durchgeknallt. Und zwar direkt nach dem Losfahren habe ich auf Stufe 4 auf die Scheibe gemacht und dann bin ich eine Straße lang gefahren, wo die Sonne mir entgegengeschienen hat und das war halt ein bisschen blöd. Ich habe halt kaum was gesehen, weil die Scheibe war halt noch so, naja, wie so, ich sag mal, mit so einer Nebelschicht bedeckt, da irgendwie Feuchtigkeit, was auch immer. Es war halt, wie gesagt, blöd. Und dann ja, kam mir da einer entgegen, ich musste ausweichen, bla bla. Und dann biege ich so ab, also war ich von der Straße dann runter und denke mir so, warte, wieso ist es jetzt plötzlich so still? Und habe ich festgestellt, scheiße, die Lüftung geht nicht mehr. Und dann habe ich halt erstmal ausgemacht, also runtergedreht, obwohl sie ja eh aus war. Und habe dann nochmal auf einem Parkplatz angehalten. Da habe ich auch eine Insta-Story gemacht, kann ich euch jetzt einblenden. Genau, und auf jeden Fall habe ich da angehalten, Auto ausgemacht, wieder angemacht, Lüftung vorne geht nicht mehr. Scheiße. Ich habe jetzt noch 5 Minuten, da muss ich loslaufen, weil bei dem Wetter fahre ich bestimmt kein Fahrrad. Beim Kindergarten war es auch so glatt da, wo ich ausgestiegen bin. Ich suche mir jetzt hier erstmal kurz die Bedienungsanleitung vom Auto. Da gibt es auch so irgendwo so eine Schnellanleitung, sag ich mal, hier vorne, vom Cockpit, so ein Übersichtsplan. Super. In diesem Heft hier ist alles so durcheinander. Auf jeden Fall Radio. Vor allem haben wir ja nicht mal das originale Radio mehr drin. Auf jeden Fall wollte ich jetzt einfach nur gucken, wo hier der Sicherungskasten ist. Karavelle. Wieso habe ich denn hier die Anleitung von der Karavelle? Wir haben Transporter, meine Freunde. Multivan-Karavelle. Super. Wir haben weder Multivan noch Karavelle. Wir haben einen Transporter, liebe
besten Freunde. Und es ist auch schön, dass die Karavelle 1 Milliarde Sitzverstellungsoptionen und Armlehnen und Stützen hat. Ich suche jetzt trotzdem, vielleicht sehe ich auch hier ungefähr, wo der Sicherungskasten ist. Hier, so, Bedienung, Teil 1. Es ist auch immer schön, dass die Teil so und so haben. iPhone ist nochmal eine Übersicht. Die 14. Kaltstarthilfe, Dieselmotoren. Die haben wir aber nicht, oder? Hier ist ja einfach... Oder kann ich die Klappe irgendwie abfummeln? Ich werde jetzt hier kaputt machen. Hupe. Funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung. Steht hier extra da. Finde ich sehr nett. ja. Kann eigentlich auch hier mal hinten gucken. Nö, also hier steht jetzt auch nichts drin. Ah, hier ist noch Bedienung Teil 2. Ich habe noch 2 Minuten. Ich gucke nochmal ganz kurz in Bedienung Teil 2. Aber erstmal sperre ich mich hier ein. Ich stehe im Industriegebiet. Achso, ich bin fast eingesperrt. Also nein, nicht richtig. Wo ist jetzt schon wieder mein Schlüssel? Leute, wo ist mein Schlüssel? Was ist das für ein Vlog? So, ich habe Angst. Klimaanlage, nein, Heizung und Belüftung. Was, PKW und LKW? Also hier sieht auf jeden Fall gerade nichts so aus wie unsers. Das könnte unsers sein. Ah, wir haben LKW-Modell oder was, scheinbar. Tat und Tat. Vielleicht ist das noch... Mach dir nicht einfach ein Buch. So, Teil 3, Rat und Tat. Prüfen und nachfüllen. Fahren und Umwelt. Wirtschaftlich und umweltbewusst fahren. Entschuldigung, ob das los ist. Leute, ich weiß nicht, wo der Sicherungskasten ist. Ich habe jetzt auch keinen Bock, da vorne an der Batterie rumzufummeln. Ich muss jetzt erstmal zu meinem Termin. Es ist so kalt. Es ist so unglaublich kalt. Ich muss jetzt erstmal checken, wo ich lang gehen muss. Ich bin total verwirrt, weil ich ja jetzt nicht zu Hause parke, sondern ich stehe jetzt hier im Industriegebiet. Der eine oder andere kann sich vielleicht denken, warum. Ich mir nicht. Nein, weil wir ja Euro 2 Diesel fahren. How dare you? Und ich jetzt nicht in die Umweltzone reinfahre. So, ich habe mein Telefon. Kamera packe ich erstmal auf jeden Fall in die Handtasche, damit die mir hier nicht irgendwie geklaut wird oder sowas. Und ich nehme euch jetzt aber nicht mit zum Termin und wir sehen uns danach wieder zu Hause. Und ja, genau. Sehr aufregend heute. Ich muss jetzt gleich mal meinen Spiegel ranklappen. Mal sehen, ob Philipp nachher das Problem mit den Sicherungen und... Ah, vielleicht sind die Sicherungen unterm Handschuhfach. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich darauf komme. Egal, wir werden es schon irgendwie sehen. Es kommt erstmal ein Auto. Ich sperre mich erstmal auf und dann gehe ich raus. Guten. Wo ist die überhaupt da unten? Das filmt nicht, ne? Natürlich filmt es. Hast du schon angemacht? Na sicher. Ach so. Guten Morgen. Da ist ein Fleck auf der Folie. So, nachdem jetzt die SD voll war, ist bestimmt gleich der Akku leer. Gibt's von mir. Filmst du dich erstmal beim Essen? Nein, mach ich filme. Mal, hier, ich meine das Lindor her. Endlich Lindor, was ich auch essen darf. Das Dunkle? Finde ich nicht geil, kannst du alleine essen. Riecht gut. Schoki riecht immer gut. So, ich existiere noch. Guten Tag. Innen drin ist es nicht mehr gut. Ich will es nicht riechen, ich will es auch nicht essen. Kühlergang. Ja, damit der Alkohol nicht verdünstet. Da soll ich jetzt wegräumen, oder? Ja. Entweder. Suchen Sie auch das Lindschokoladen in Köln. Weiß ich, was wir jetzt machen. Warst du da schon mal? Nee. Aber ich war auch in meinem ganzen Leben erst, glaube ich, einmal in Köln. Und warst du bei Haribo? Nein, der kommt aber aus Bonn. Aber das ist ja auch drin in die Ecke. Das mag ja sein. Ich existiere noch zum dritten Mal. Wir gehen jetzt zum Auto, zum zweiten Mal. Und dann gehen wir zum DM und zum Hornbach. Erstmal gehen wir in den Sicherungskasten vom Auto, weil eventuell er nicht mehr pustet von. Ja, das habe ich ja heute früh schon alles erzählt. Aber was soll ich denn dann hier machen? Du sollst erzählen, was wir jetzt noch... Vorhaben. Und wo der Sicherungskasten angeht. Wir ziehen die Radmutter nach. Den Sicherungskasten zeigen wir nachher gleich. Sicherung 6 dürfte die für die Lüftung sein. Und hinten hat man eine eigene Sicherung. 30 Ampere, hinten hat, weiß ich nicht was. Ich glaube eine eigene. Guten Tag.
Ja, entsprechend gehen wir danach noch zum, je nachdem, zur Stelle, wenn wir keine 30 Ampere Sicherung haben, wovon ich ausgehe. Und als zweites auf jeden Fall noch zum Mediamarkt, denn gestern Abend ist uns beim Zähneputzen, also beim Karl Zähneputzen, die elektrische Zahnbürste auseinandergefallen. Der Akkudeckel, wenn wir also die Batterieklappe da unten. Weil wir haben eine so, wo halt Batterien reinkommen, die keine Ladestation hat. Also das so eine 800 Jahre alte. Deswegen sage ich ja, eine mit, wo dann, was hier aber eine Ladestation dazu hat und die man auch darüber laden kann, wenn man den Akkus reinpackt und keine Batterien. Dass man trotzdem Batterien reinpacken könnte und dann halt nicht laden kann. Ja, siehst du. Genau, ist egal, die ist auseinandergefallen, deswegen gucken wir jetzt eine neue, bald gleich. Und dann gehen wir vielleicht noch, weiß ich nicht, wohin. In den Wald. In den Wald. Genau. Okay, und wir zeigen euch mal das mit den Sicherungen und so. Wenn der Akku dafür reicht. So. Die sieht noch echt super aus. Eben. Also wir haben gerade mal die Sicherung Nummer 6 rausgeholt. Jetzt halt die Frage, ob es halt wirklich die richtige war. Huch! Das muss nicht sein. Ob das überhaupt die richtige war, da die ja noch geht. Ich gebe dir die erstmal wieder, aber da ist überall gerade ein Auto. Was willst du haben? Ja. Du kannst es ja gerne nochmal probieren mit der Lüftung. Also, dass du das Auto mal anmachst, da machst du bloß die Tür zu, wegen Geruch und so, ne? Ging die. Auf jeden Hallo. Fall wollte ich sagen, wir sind am Mediamarkt und wir haben ja gefilmt, dass die Sicherung noch ganz ist und dann waren wir noch einmal ganz kurz bei der Autowerkstatt. Ich kann ja von da vorne eben einen Wagen holen. Unseres, wozu brauchen wir einen Wagen? Damit der Karl drin sitzen kann. Als ob der da still drin sitzt. Ja, versucht. Nein. Trägst ihn einfach, wenn er nicht steht. Nein. Mir egal, aber Mediamarkt mit Wagen, das fühlt sich komisch an. Ja. Fühlt sich falsch an. Das ist richtig. Die Autowerkstatt unseres Vertrauens hat gesagt, dass höchstens der Gebläsemotor sein könnte. Plus Relais oder was? Stimmt's? Plus Vorwiderstand. Ach, Vorwiderstand. Der einfach quasi die Stufen regelt. Eventuell halt nur der Vorwiderstand oder nur der Motor oder beides. Auf jeden Fall. Wenn wahrscheinlich nur Motor, weil nur Vorwiderstand würde er wahrscheinlich dauerhaft auf 4 pusten. Okay. Und deswegen müssen wir da wenn einen Termin machen. Und wird um die 300 Euro kosten. Ja. Und das ist halt nicht cool. Was? Nicht cool. Ja. Wir versuchen selbst mal das Handschuhfach auszubauen und dann mal zu gucken. Genau, wir gehen jetzt erstmal Zahnbürste kaufen. Wir können mal gucken. Messen? Ob der Strom ankommt? Ja, vielleicht geht der ja auch noch. Aber vielleicht ist der auch in 30 Teilen in See. Ey, wir hätten in der Schule so easy peasy so ein Messgerät mal mitgehen lassen können. Nein, irgendwie gar nicht, aber ist okay. Also ich weiß nicht, wie wir das hätten machen sollen. Na, einfach einpacken. Klar. Okay, wir gehen jetzt rein. So, ich bin jetzt hier mal hergegangen. Und zwar, wir waren einkaufen und haben eine elektrische Zahnbürste bei DM gekauft. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die überhaupt im Mediamarkt auch gab. Aber auf jeden Fall, also gab es dort auch andere. Und da gab es natürlich eine größere Auswahl. Mir persönlich da keine so richtig gefallen, die finde ich jetzt eigentlich okay, also oder schön auch. Genau, die werde ich gleich mal unboxen. Dann haben wir hier noch die dazugehörigen Bürstenköpfe. Dann habe ich mir noch einen Ingwertee geholt und für den Sommer ist jetzt auch noch eine Größe zu groß, haben wir einen richtig süßen Möhrenbody gekauft. Ich glaube, das war. Achso, und der Karl hat noch so einen Früchteriegel, aber den hat der schon gegessen. So. Jetzt ist professionelles Unboxing. Ich hoffe, ihr seht alles. So sieht das Ganze jetzt aus. So, dann haben wir hier einmal die Zahnbürste in Roségold mit einem Aufsteckkopf. Aha, so funktioniert das hier. Cool. Die hat 1, 2, 3 verschiedene Modi und eine Ladeleuchte. Dann hat sie ein Handbuch. Ja, keine Ahnung, hier kann man sich irgendwo online anmelden. Und dann hat man hier die Ladestation
da ist noch Platz für 2 Bürstenköpfe. Und da haben wir ja noch welche gekauft. Also die kommen ja dann hinten drauf, dass jeder von uns einen halt hat. Genau, so sieht die Ladestation aus. Da kann man hier hinten entweder das Kabel nach hinten umlegen, theoretisch. Oder, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, machen, dass das Kabel hier zur Seite rausgeht. Seht ihr das? Das ist eigentlich voll schlau. Genau, dann hier Zahnbürste und 2 Bürstenköpfe. Genau, und das war's auch. Die hat, glaube ich, 62 Euro oder so gekostet im DM. Bei Amazon kostet die, wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe, 66. Die gibt es noch in Silber, zumindest bei Amazon. Die hat aber über 70 gekostet und die hatte dann auch eine andere, ich sag mal, Nummer, weil das jetzt die 4000 und die andere war 4002 oder so, also ist dann nicht exakt dieselbe. Genau, achso, soll ich hier gleich mal noch auspacken? So, ihr Lieben, an dieser Stelle, der Karl kommt gleich zu mir, an dieser Stelle möchte ich das Video, also den Vlog, beenden. Genau, dann bis zum nächsten Video.